Sag, wenn du schießt. Der landet, der landet. Okay, schießen, schießen. Was halt cool wäre, in der Nähe von diesem AI, weißt du? Ja, das ist in der Nähe. Und dann können wir immer wieder das nach jedem Server Restart abfahren. Kann man auch gleich nach Server Restart einmal abfahren. Wäre halt cool, wenn Luca noch da wäre. Oh, Helikopter. Wollen wir schießen? Was? Oh. Ich glaube nicht, dass der über uns fliegen wird. Ja, wir fahren erstmal. Nee, der ist. Doch, oh, doch. Der fliegt genau über uns. Der fliegt genau. Oh, der transportiert etwas. Schieben. Warte, warte, warte. Der landet da. Meinst du, der hat uns gesehen? Ja. Ne, der hat uns noch nicht gesehen, der landet da. Lass da schnell hinfahren, lass da schnell hinfahren. Nicht schießen, nicht schießen, wir fahren da hin. Wenn wir laufen, ist es sneakiger. Ne, ne, der hört uns eh nicht, der hört uns nicht. Ich fahr schon extrem sneaky. Ja, Mann. Okay, jetzt. Läuft, Desing Pistoles. Ich bin vor dem im Baum, ich schieß jetzt gleich. Ja. Nein, die fahren gerade weg. Oder die. Warte, warte, noch nicht schießen. Haben die denn hier ein Auto abgeladen? Ich glaube, der will da landen. Ich könnte ihn voll. Ich könnte jetzt voll draufhalten. Warte, warte, warte. Ich glaube, der landet da. Der landet da. Der ist direkt über mir. Weg. Oder? Weiß ich nicht. Ne, der landet hier, oder? Okay, schieß, 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 schieß. Sag, wenn du schießt. Der landet, der landet! Okay, schießen, schießen. Der hat unser Auto genommen. Der Schwein hat unser Auto entführt. Toll. Das Schwein. Ich laufe eben hoch, ich guck, was die da gemacht haben. Ja, man kann, glaube ich, nur offene Autos durch die Gegend schleppen. Und der hatte 100% ein Auto hier. Die Schweine haben unser Auto geklaut. Ja, sie, ey. Die DMR hat hier so einen komischen Sound, ne? Ja, die haben Kamot auch. Die haben Kamot einen mega geilen Sound. Ich bin jetzt auf einem der Industrials. Ich gehe auf einen anderen Industrial. Da ist ein Humvee. Mit Bewaffnung. Ja, der steht da immer. Ich glaube, man kann den aber nicht nehmen. Ich laufe mal unten und suche mal, ob der. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, der hatte eben ein Auto dabei. Ja, da hatte der auch. Das heißt, er muss das hier irgendwo gelandet haben. Achso, ich guck mal nebenbei noch. Ups. Sag nicht, ups, du. Nee, nee. Ich guck hier wegen Gear. Eine Workbench haben die da gelassen. Nur Beine geworfen am Bluten und mich. Aber ich überleb's. Wo bist du denn? Auf dem Gebäude, aber ich bin jetzt gleich schon wieder bei Bewusstsein. Okay, okay. Kurz bewusstlos. Mann, das Schwein hat unser Auto geklaut. Das war richtig gut von ihm gemacht. Ja, Mann. Aber welches Auto hat der denn hier fallen lassen? Steht vielleicht auf den Dächern eins? Hast du mal. Nee, nee. Das ist gelockt. Der war hier doch mit einem Auto. Ja. Ich hätte eben drauf schießen sollen, als das Cockpit auf mich gerichtet hat. Okay.
Hier ist ein umgekipptes Motorrad. Das könnte man zur Not benutzen. Das ist sogar ziemlich ganz. Aber ich sehe hier kein Auto, nirgends so. Merkwürdig. Hier ist ein UAZ. Aber so macht er sich sein Geld. Der schleppt die Autos mal ab. Ja. Okay, ich habe hier ein Auto, das könnte... Was ist denn? Hinten bei uns, aber das ist nicht das, was der fallen gelassen hat. Er muss, irgendwo muss er da drin ein Auto fallen gelassen haben. Ich fühl's süß, ich hätte das auf den Zaun fallen lassen. Der so umgeknickt ist. Ah, bist du der UAZ? Ja, ja. Ja, steig ein, dann fahren wir eben, bevor der Server down geht. Man war halt, ja, bisschen unlucky, aber... Das muss hier irgendwo eigentlich gewesen sein, ne? Ja, ja, deswegen ist der Zaun da auch kaputt. Aber wieso ist denn da kein Auto? Kann ja nicht sein, dass einfach die spawnen. Wäre ja Schwachsinn. Das ist vielleicht hier unten geglitscht. Vielleicht hat er irgendwie rausgelassen und der ist weggefahren. Das könnte sein, aber das glaube ich auch nicht wirklich. Der hätte man ja das hören müssen. Ist vielleicht ein bisschen irgendwo geklaut? Er ist gelockt. Wir gucken mal hier einfach die ganzen Fahrzeuge durch. Da sind schon Tote. Pass auf. Kennst du? Ja. Ah, das ging aber schnell. Haben die deswegen vielleicht den Wagen gedroppt? Als ob das so schnell geht. Kann ich nicht glauben. Ah, es sind noch Bots. Da hinten wird geschossen. Ganz weit im Süden. Im Südwesten. Auf jeden Fall erleben noch Bots. Aber wie kann das sein, dass so viele Bots schon tot sind? Ich bin drin, ne, im Gebiet. Sehr vorsichtig. Jo, da nehme ich nur Bots. Ein Bot ist genau unter mir. Ich gehe aber... Oh, da schießen M2. LOL. Schieß hier auf dich? Ja, ich bin tot. Soll ich hier campen, dass du schaffst? Holy shit, ey. Wow. Aber die M2 ist mir auch gegeben. Auch tot? Nee, nee. Aber ich hab schon das Weiße gesehen. Da wollte ich einzaun weiter. Da dreht er sich um. Bum bum, tot. Den M2 habe ich down. Nichts, was auch tut. So, die Dächer gehören jetzt mir alleine. Soll ich hier campen? Du kommst schnell hoch. Du hast einen Fighter. Ja, ich werde auf jeden Fall zu dir kommen. Ich frage mich, wieso dann ein Teil der Bots tot war.
Einer ist nach Server Reset gestorben. Das Lustige ist ja, dass ich auf dem Weg hierhin bin ich an einem Bot vorbeigelaufen. Echt? Ja, ja. Ja, der war so 2 Meter oder 1 Meter neben mir, so um die Ecke. Dann dachte ich mir, okay, komm. Läufst einfach schnell hoch aufs Dach und dann hast du die halbe Miete. Das habe ich bei den M2-Schützen auch gedacht. Ah, komm, läufst mal schnell da. Unten ist noch ein Bot. Die Sounds sind halt übertrieben komisch. Ich kann mich gar nicht daran gewöhnen, dass ich mit einer DMR schieße. Ja, so ein Pipi-Sound kommt. So ein Puff-Puff-Sound? Mhm. Ich weiß auch nicht, ob die Bots jetzt Treppen stellen können oder nicht. Kann ich dir leider auch nicht sagen. Auf jeden Fall werde ich das so lang. Und eben kam aus Lupatino, müsste da sein. Aus Norden, habe ich gesagt, kamen Schüsse, ne? Meine aus Süden jetzt, oder? Aus Süden? Ja, das wäre Lupatino. Stimmt, aus Süden, habe ich gesagt. Da ist sogar ein Heli-Crash, ne? Ne, da steht ein ganzer Heli. Die Sache ist, wenn ich das Auto hole und anfange einzuladen und dich dann abhole. Ich glaube, dass ich beim Einladen getötet werde. Oder soll ich das einfach mal riskieren? Wenn alle Bots tot sind, riskier es. Okay. Mehr als sterben kannst du auch nicht. Ich schau nochmal wegen Bots, ob ich irgendwo ein, zwei Bots noch sehe. Ja, ich sehe nur einen. Oh Gott, da ist noch ein M2, der mich fast gekillt hätte. Das ist auch der M2 da. In meinem Haus war noch so ein M2, lol. Es sind ziemlich viele. Ich glaube 6 Stück oder so insgesamt. Ich glaube 5. Eins in der Mitte auf diesem Silo und 2 in dem Haus. Das heißt, ich hol mal das Auto. Wenn ich wüsste, wo ich das geparkt habe. Warte, hier ist das Motorrad, dann muss das Auto in die Richtung sein. Eieieiei, Peri, da sehe ich das Auto. Das war kein schöner Tod, Peri, von der M2. Ist nichts mehr, ich hätte dir ein Bloodpack geben können oder so, aber in so einer M2, ne, bleibt nicht viel von dem Körper übrig. Ne, das stimmt wohl, ey. Da muss mal einmal ein kleinen Zeh getroffen werden. Der Mozzie ist, glaube ich, immer noch an. Oh, ich werde beschossen, ich werde beschossen. Oh Gott, ich weiß nicht, wer oder was mich beschossen hat, aber es war eine automatische Rifle. Ich muss mich. Du musst unbedingt hier hinkommen. Von hinten schießt er auf mich die ganze Zeit. Du bist noch ein bisschen Moral gekommen. Ja, ich bin schon im Moral drin. Ja. Hat den Filter nicht beschädigt. Hast du vielleicht doch was gehört? Die haben nur Feuer angehalten. Den Ural jetzt da geparkt und jetzt gehe ich außen entlang und verteile mich.
Ich habe leider nicht gesehen, wer schießt. Das war extrem weit weg. Also hat sich angehört wie so eine M17. Ja, so ein MK17 Sniper. Okay. Ich versuche den ganz hier jetzt erstmal zu umgehen. Doch, hier war jemand. Ich sehe in einer Kiste. Ich sehe unter einem Baum eine Kiste. Da war jemand schon drin und ist looten gegangen. Oh ja, wir waren nicht als erstes da. Barry. Oh. Ah. Da haben wir vielleicht nur so ein paar Bots, um an die eine Kiste dran zu kommen. Ich hab hier gerade jemanden laufen gehört. Lol. So, was getrunken. Vergesse ich nicht immer einen Fall. Ja, Zombie ist erledigt, ne? Jetzt heißt es. Old Generals PvP. Es gibt eine sichere Taktik, einfach nur die Bäume bekämpfen. Die ist aber absolut nicht für mich geeignet, weil ich leicht ungeduldig bin. Oh ja. Es gibt die etwas weniger sichere Taktik. Okay, mein Truck steht da immer noch. Ich bin jetzt Dupatino. Okay. Da ist Spiel ist gleich da. Da ist echt vor mir gerade ein Blitz eingeschlagen. Echt? Ja, sah mega komisch aus. So einfach so ein riesiger weiße Balken. Sag mal, wenn du da bist, weil dann stürm ich rein. Da. Okay. Zombie. Da schießt einer mit einem. Ja, M2. Kannst du sagen, welches Stockwerk das ist? Das vorletzte. Vorletzte, okay. Ich gehe dann nochmal hoch. Das vorletzte. Ah, den habe ich ganz übersehen eben. Ist tot. Ich bin wieder auf dem Dach. Da sehe ich deine Leiche. Oder dich. Ja, ich bin mich gerade. Ich bin gerade mein Skin. Ich bin jetzt wieder halb hier. Okay. Der Truck, der steht hier hinten. Ich sehe den Typen. Wo ist er? Warte, habe ich jetzt sofort. Ist tot. Hat einen Vollgilly. War im Wald hinter dem Industrial. Da, wo ich ihm alles abgeguckt habe. Du hast recht, hier ist teilweise gelootet worden. Bist du hier? Ich bin unter der Kiste. Hier lockt sich einer ein. Ich habe den getötet. Ist tot. TQS hat sich hier eingeloggt. Ich packe alles in den SUV. Ne? Okay. Pass auf, es könnten Leute sich hier einloggen. Ja.
Ich guck mir die Leichen bald an, ja? Jo, sei vorsichtig. Schau mal eben, ob hier sich noch mehr Leute einnehmen. Also das Wichtige ist, dass du lootest, während ich die abnehmen kann. Die eine Kiste ist schon leer. Okay, packst du alles in den SUV? Ja. Okay. Ich hätte auf jeden Fall mega gern den Gilly, den der hatte, deswegen versuche ich da mal jetzt zu looten. Wie sich hier einer am Einloggen war einfach. Holy moly. Oh Mann, ich wieg fast 12.000. Ja, du kannst Painkiller benutzen, während du ohnmächtig bist, das ist gut. Ja, ich weiß. Ich hab 3 Painkiller. Ich komm bis zum Auto. So, ich bin jetzt im Wald. Kein Wunder, dass ich den nicht gesehen habe, wenn der einen Gilly hatte. Ich werde erstmal vorbeilaufen an der Leiche. Gucken, ob mich jemand beschießt. Aber sieht nicht so aus. HK416SD Aimpoint. Night Vision, Rangefinder, GPS, E-Tool. Der hat ein Radio. Ah, hab ich auch. Okay. Kisten sind leer. Kisten sind da alles Gute, hab ich. Okay. Der hatte kein schönes Gear, aber der hat ein Gilly, den ich mir mitnehme. Oh fuck, der SUV ist kaputt. Dann fahren wir jetzt in den Dings vor und pack da alles mit ein. Ich guck eben, ob ich hier bei dem M2 was abbauen kann. Helikopter? Ja, ich hab beim Humvee. Coyote ist größer als meiner, ne? Coyote ist zweitgrößer. Okay, dann packe ich da alles rein. Komm, ein Helikopter zu uns. Deswegen fahr ich schnell mit dem SUV in den Wald. Ach, Reifen. Achso, ich hab bei in dem anderen noch Reifen gehabt, ne? Pass auf nicht, dass du mich überfährst. Ich bin da. Bist gerade an mir vorbeigefahren. So, zack. Alles ausgewechselt. Ja. Machen wir halt. Der hat keinen Schlüssel gehabt. Hast du alles mitgenommen? Ja, alles Wichtige. Das ist ein Musi, oder? So laut wie der ist. Könnte sein, das könnte der sein, den wir da eben gedingst haben. Hier sind zwei Boxen, die hat der abgelegt, aber die kann ich eigentlich nicht. Doch, da konnte ich die gerade looten. Da wieder. Hier. Supply Crates, richtig. Okay, ich komme zu dir. War ein erfolgreiches Looten auf jeden Fall. Wir haben wieder alles. Ja. Dann lass schnell zum Safe fahren. Guck mal, was ich jetzt bekommen habe. Nice. Ich pack da noch ein bisschen dazu. Ich hab noch einen Rangefinder. Der hat einen Night Vision gehabt. Ah, cool. Also, ich hab auch nochmal Supply Crate, 12x Sandbag und 12x Scrap Metal. Tank Trap Wire Kit.
Okay. Ach, der ist in der Sniper-Base da vorne, in dieser mega beschissen. Hinter uns ist auch nochmal ein Heli. Was für ein Heli? Der fährt. Warte, warte, warte. Der transportiert ein Auto, aber zu einer Safe Zone wahrscheinlich. Jo Leute, ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben. Hier oben habt ihr noch eine der letzten Folgen mit dem Captain Skooma und unten habt ihr die letzte DayZ-Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal.